Jo, was geht, meine lieben Soccer Junkies? Euer Anu ist wieder hier und heute wieder ein Video mit den lieben Jonas und der Link ist nebenbei auch am Start. Moin. wir müssen hier runter in diesen Schrein. Ich muss sagen, die letzten Star Wars Videos, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier, die sind absolut krass angekommen. Beide gut über 30, ne? Ja. Also Video 1 über 30, Video 2 ist jetzt aktuell bei den 28. So, und das in weniger als 24 Stunden. Also das ist eine neue Höchstkonstante. Nett. Also ich war schon öfters ein bisschen höher, ein bisschen drunter, aber dass beide in 24 Stunden so eine Konstanz erreichen, und ich gehe mal von aus, dass die kommenden Videos, so wie es im Moment halt ist, ähnliches erreichen werden, wird das wahrscheinlich ein neuer Standard bei mir auf dem Kanal. Hoffentlich, ist ja auch ein geiles Spiel. Fast Level 21. Ja, aber bei mir dauert es hier bei Level 18, dass ich überhaupt ein Level abkomme. Ich konnte gar nichts machen, du hast dich schneller je töte, wie ich überhaupt zuhauen konnte. Wir müssen jetzt tatsächlich komplett wieder da. Ja, der ist gerade uns weggefahren. So, dass wir begleitet haben, die uns heilen. Mann, Seite. Die ist eigentlich nicht ver. ich bin schon unten. Ja, ich auch. Wir müssen da unten durch. Hier unten durch. Durch, ich muss XP. Was, man sieht keine Gegner, man sieht nur XP. Sind ja auch gefühlt keine Gegner. So, dann wollen wir mal rein da bei den Dude. Ja. Ich kann was sehen. Setzen. Einfach direkt aufsetzen, fertig aus. Hab ich auch gefragt, kann er die aufsetzen? Kannst du die vielleicht später als Accessoire aufsetzen? Denke ich mal. Ich. Weil ich kenne die Maske. Er setzt sie auf. Oder auch nicht. Hä? Was für ein komischer Schnitt war denn das jetzt? Ich weiß es nicht. Aber komisch, ne? Er will sie gerade aufsetzen, auf einmal hat er sie nicht mehr auf. Du hast mich gestört, du Depp. Richtig deppert. Ja, der kriegt jetzt aufs Maul. Und seine Kollegen auch, weil sie genervt haben. Im einen gebe ich sogar nur eine Klatsche, war vorbei. Ja. Hier noch was? Hallo, wo ist die Maske hin? Guck mal in deinem Inventar. Missionsgegenstände vielleicht? Maske von Revan, ja, da ist sie. Ja, Revan, habe ich mir schon gedacht, dass du die von dir. Warte, kann man die jetzt aufsetzen?
Der ist ein Missionsgegenstand, oder? Ja. Kannst du den nicht aufsetzen? Dann musst du erst die Mission dafür so beenden, dass du die behalten kannst. Ich denke nicht, dass du die behaltest. Könnte möglich sein. Ich gehe mal stark davon aus, dass das nicht unmöglich ist, sondern nur Toyota. Oh wow. Bitte einmal dieses. Bleib hier! Oh. B.O.B. Kommst du? Oh, ja, halt nicht. Ich hab grad was nachgeschaut. Tja. Ich lauf dann durch, ne? Was? Ne, ich kämpfe erstmal. Level 21 ist nah. Ich bin, glaube ich, oder? Nee. Die Sucht nach EP ist stark in mir. Nur in dir, mein Freund. In uns allen. Hui. Elton ist ein Goldner. Level 14. Trotzdem ein paar Schläge tot. Ja. Und führen. Da bist du Level up, bitteschön. Danke. Weg. Komm auf die dunkle Seite des Saftes. Schnelle Reise geht dorthin, ja. Da, 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 da. Wem geben wir jetzt Maske? Der was Böses möchte. Ja, ich gehe denjenigen hin, der mir anbat, dass ich die auch selber tragen könnte. Ja, mach das. Bei den Sternen, ihr habt es zurückgeschafft. Habt ihr Revans Maske gefunden? Sag nicht, dass ihr Seladra gegeben habt. Sie ist verrückt und das wisst ihr. Auch, ne? Ah, ihr seid zurückgekehrt. Ihr müsst mit Thoron gesprochen haben. Habt ihr es hinaus zum Anwesen geschafft? Habt ihr die Maske gesehen? Ist sie nicht wundervoll? Ja. Dann nehmen wir dem, der... Bei den Sternen. Ihr habt es zurückgeschafft. Der es geben möchte. Habt ihr Revans Maske gefunden? Nicht, also der Meinung hat. War... Sie ist verrückt und das wisst ihr. Ich habe mich entschlossen, die Maske euch zu geben. Ihr habt sie? Das ist wunderbar. Das also ist wirklich die Maske von Darth Revan? Ich hätte nicht gedacht, dass sie so echt aussieht. Berührt sie. Die Stärke der Macht ist fühlbar. Ich kann Revans Macht förmlich spüren. Die dunkle Macht. Ich verstehe, warum Ladra so versessen darauf war. Andererseits ist das genau der Grund, aus dem der Rest des Ordens die Maske nicht sehen sollte. Die Dunkelheit war ein Teil Revans. Aber eben nur ein Teil. Ich denke, es ist klar, was ich will. Ich werde den anderen berichten, dass ihr die Prüfung der Vergangenheit bestanden habt. Niemand wird es bezweifeln. Ihr seid noch nicht bei den Revanitern, aber ihr seid einen Schritt weiter. Nun muss ich Ladra einiges erklären. Wünscht mir Glück. Hüpf. 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 Das Wort weiß für mich. Die dunkle Seite erfüllt euch.
Hey, ich spüre, dass er es weit bringen Tante wird. Hier vor der Türe. Ja, mit Level Kicks sind immer was Neues nur. Afrangeban. So. Gerade noch rechtzeitig. Sag mir, dass wir erfolgreich waren. Sag mir, dass du die Technologie hast, mit der wir Skotia vernichten können. Es ist Zeit für Skotias Ableben. Fantastisch. Brillant. Perfekt. Dann ist es endlich soweit. Skotia befindet sich in seinen Gemächern. Sei auf der Pikachu. Hut. Selbst mit der Macht, die du über ihn hast, ist er immer noch ein furchterregender Anblick. Du brauchst Nerven aus Kortosis. Und ich könnte dann nicht einmal die Möglichkeit, weil ich das Spiel gekauft habe, eine vollwertige Aufrüstung zu haben für Charakter. Bringen wir es hinter uns. Das ist doch schon ein bisschen lächerlich. Gut, hör mir genau zu. Du wirst Skotia folgendermaßen töten. Das Relikt vom Koloss ist der Schlüssel zur Kontrolle über Skotias trandoschanische Leibwächter. Begib dich zu Skotias Gemächern und zeige ihnen das Relikt. Die Trandoshaner sollten sich dann zurückziehen oder ihn angreifen. Irgendwas in der Richtung. Die Verwirrung sollte reichen. Das ist der erste Schritt. Dann benutze ich den Anti-Cyborg-Prototypen, um ihn auszuschalten, korrekt? Exakt. Wenn die Leibwächter aus dem Weg sind, kommst du dicht genug an Skotia heran, um den gestohlenen Prototypen gegen ihn einzusetzen. Aber sei auf der Hut. Obwohl Skotia vor allem eine Maschine ist, ist die Macht nicht schwach in ihm. Ihn zu töten, wird immer noch eine Herausforderung. Alles andere würde mir auch keine Freude bereiten. Ich wünschte, ich könnte Skotias verzerrtes Gesicht sehen, wenn du ihm den Todesstoß versetzt. Und jetzt entschuldige mich. Ich muss mich auf einer Feier in der Nexus-Raum-Kantina blicken lassen. Triff mich dort, wenn du fertig bist. So, nochmal, was willst du jetzt, Link? Weißt du, die beiden Kameraden hier drin stehen schon drinnen, ja, und ich? Sicherlich. Das Skotia. Gut. Gar nichts. Was verleiht diesem Sklaven die Kühnheit, meine Gemächer zu betreten? Sagt mir, Sklave, seid ihr nur verrückt? Alter, bin ich ja bei der Sitz oder bei der Behinderteanstalt, ey, what the fuck? Wenn ihr das schon für verrückt haltet, solltet ihr meine andere Seite kennenlernen. Ha! Skisk! Töte ihn! Viel Glück. Ich bin jetzt dein Meister. Wirklich klug. Sesh war sicher die ganze Nacht auf, um sich das auszudenken. Ihr werdet meine Leibwächter nun sicher wegschicken. Oder vielleicht sollen sie mich sogar töten. Sorgen wir für ein wenig Unterhaltung. Reißt ihn in Stücke. So, wenn ich jetzt noch FPS-Counter hätte, wüsste ich, ob ich das Spiel auf Ultra stelle. Kannst du, ich hab's auch. Alles klar. So, Ultra. Das direkt wohl, unnötig. Alter, nee. Die Leibwächter waren keine Gegner. Zeigt, was ihr könnt. Aber ihr habt meine Autorität untergraben. Und mir meine Sklaven genommen. Das macht mich wütend. Digga, die Kamerageschwindigkeit, what the fuck? Euch zu töten wäre ein zu kurzes Vergnügen. Nein, ich werde euch erst leiden lassen. Oh, jetzt leuchtet der Windtannenbaum.
Ja. Jetzt kriegt er auch die Fresse. Auch Level 15 ist das süß. Ob die Meisterin von dem Angst hat, verstehe ich ja nicht. Würde ich auch gerade sagen. Aber die ist ja nur Level 10. Ja? Maximale Kameraentfernung. Du kannst die Kamerageschwindigkeit nicht weiter runterstellen? Das kommt auf deine Mausgeschwindigkeit an. Ja, voilà, ich fühle mich, als hätte ich 30.000 DPI da jetzt drin. Wie kann das sein? Ja, weiß ich auch nicht. Sesh, ihr habt mich besiegt. Ihr seid erbärmlich. Wie fühlt es sich an, von einem Sklaven getötet zu werden? Dummkopf. Ihr habt keine Ahnung, wozu Sesh fähig ist. Seht ihr nicht, wie viele Jahre sie meinen Tod schon geplant haben muss? Ja. Sie wird euch töten. So wie sie mich getötet hat. Sesh würde so etwas nie tun. Sie will nur poppen. So, jetzt müssen wir zu Sesh. Falsche Richtung. Ihr schlau. Aus. Du rappst aber viel. Ja, ich trinke ja auch gerade viel Kohlensäure. Du läufst wieder in die falsche Richtung. Wir müssen zu. Ich hab's heute aber auch. Scheiße, jetzt bin ich durch dieses Wix-Tor gegangen, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Ah! Ja, bis gleich. Bis gleich. So, gleich eine Stufe Aufstieg gegönnt. Ja. Stufe 2. Alter Link, gönnt sich. Hart. Digga, Tutorial-Hinweise zeigen nein. Aus mit dem Dreck. Braucht er nicht. Link ist Master. Link ist Link. Das braucht keiner. Sith Lord. So, benutze, stell blablabla Gesundheit wieder her. Okay. Gibt's hier erweiterte Hotkeys? Also kann man hier. Okay. Interface-Einstellungen. Interface-Editor. Ach, das sieht hier mal vielversprechend aus. Oh, endlich. Jetzt kann ich wieder da rumdürkseln und spielen. So, als würde man in die Jungfahrt werden. Wieder dort hinreisen. Ich komm gleich irgendwann, ne? Bestimmt bist du, wenn ich da bin, schon fertig. Ich kann auch vor den Eingang auf dich warten. Das ist mir relativ egal. Achso, ja, dann geh ich rein. Als mir zu Ohren kam, dass sie sich mit einem Mandalorianer eingelassen hatte, war ich schockiert. Einfach schockiert. Ein Mandalorianer? Ist reine Sith-Blut heutzutage niemandem mehr heilig? Ich weiß, ich weiß. Und dass die Schnellleiste. Wartet mal eben. Was? Schnellleiste 4, Hauptschnellleiste 3. Entschuldigt mich, ich muss mich kurz unterhalten. Okay, pst. Video. Wenn es sein muss. Wo war ich stehen geblieben? Dem Imperator sei Dank, dass du eingetroffen bist. Diese Feiern sind einfach unerträglich, ganz gleich wie viel man trinkt. Du hast hoffentlich gute Nachrichten. Ficken. Besser Anspruch, ever, nennt mich Tafkiller. Ich habe die Maschine demontiert. Du bist also tot. Hervorragend. Zeig mir nicht, ne? Du hast dich hervorragend geschlagen. Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Lord Sesh! Darth Tanaton, welche Ehre. Was ist denn da? Ja, ich gehe dann mal. Bleib, wo du bist. Dieses Gespräch wird nicht lange dauern und ich habe noch ein paar Anweisungen für dich. Was verschafft mir die Ehre, mein Lord? Ihr habt Nerven, Sesh, und Mut, aber ich dachte, ihr werdet klüger.
Bei allem Respekt, Darth Tanaton. Ich weiß nicht, worauf ihr hinaus wollt. Spielt nicht die Unwissende, Sash. Skotia ist tot und ihr habt ihn getötet. Skotia? Tot? Ich höre zum ersten Mal davon. Wann ist das passiert? Gerade eben, Sash, und ihr wisst es. Wonach strebt ihr? Seine Position, sein Titel, so läuft das nicht. Wo bleibt eure Diskretion? Diskretion? Ich bin schon seit einer Ewigkeit auf dieser Feier. Vielleicht habe ich schon etwas zu viel getrunken, aber ich habe sicher niemanden umgebracht. Obwohl ich schon immer auf Skotias Gemächer neidisch war. So viel mehr Regale. Regale. Kea. Kommt sofort in meine Gemächer. Ja, okay. Darth Tanaton. Ja. Es ist mir eine Ehre. Sind wir in Schwierigkeiten? Gib mir Zeit für ein Gespräch mit Tanaton und triff mich dann in Darth Skotias Gemächern. Und keine Sorge, du hast deinen Teil erfüllt. Jetzt bin ich an der Reihe. Wir haben es geschafft. Die Alte ist voll happy, dass sie jetzt... Pikachu? Ja, die ist jetzt voll Pikachu, weil sie darf jetzt in sein Schlafzimmer. Yay, größer. Wow, ja. Yay. Nice. So. Das ist der Erfolg, den man gebraucht hat. Ja, definitiv. Größeres IKEA-Regal. Oh mein Gott, ist das ein Glubschviech, Alter. Eins? Mhm. Ey, sag nicht hier hinten, sag nicht gegen das. Ja, hat aber trotzdem voll die Glubschi-Augen. So süß. Einfach mein Haustier an, ey. Ja. Kommt schon mal vor. Wo jetzt hin? Warte. Zu den Gemächern. Ja. So da, wo wir den Typen gekillt haben. Ja. Die anlügst, ne? Oder du weißt schon. IKEA-Sex. Auf Schwedisch. Gacho. Oh. Ja, die kriegt einen harten Donnerschock. Wie lautet der Bestimmungsort? Fliegen wir rüber. Großes Etwas. Kann man nicht übersehen. Hauptsache, mein Charakter ist gerade so gelaufen wie Tina von Bob's Burgers. So richtig arme, regungslos und sie. Er läuft dann so, weiß. Kann nicht rein. Ich weiß auch schon, wie ich das Video nenne. IKEA Sex. Ne, expandieren für IKEA Sex. Pikachu. Ja. In Klammern Pikachu. Oh Mann. So, dann wollen wir mal hier. Ah, da ist er. Lord Sash Schüler. Er muss etwas wissen. Er würde es uns nicht sagen, wenn er etwas wüsste. Warbeins Brigan Iswis Buidan. Man kann ja trotzdem mal nachfragen. Lasst es gut sein, Kirnon. Ich kann es nicht gut sein lassen. Jeder weiß, dass Lord Sash auf der Feier war, als Skotia getötet wurde. Und trotzdem weiß jeder, dass sie ihn getötet hat. Sie hat einen Weg gefunden, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Wenn wir es jetzt gut sein lassen, sind wir alle tot. Das ist richtig. Das ist doch nicht etwa Angst, die ich da rieche. Natürlich, aber auf Turm und Kars muss man stets wachsam sein, damit die Feinde nicht die Oberhand gewinnen. Vielleicht solltet ihr dann nicht so viel reden. Aber ich muss es wissen. Bitte, ihr müsst mir verraten, wie Sash Skotia getötet hat. Hm.
Lord Sesh ist unschuldig. Er wird es euch ganz sicher nicht verraten, Kirnon. Gebt Ruhe. Na gut, aber ich warne euch, Calaveris. Lord Sesh wird zu schnell, zu mächtig. Wann hat jemals in der Geschichte der Sith jemand einen so dreisten Mord begangen und es so aussehen lassen, als wäre sie die ganze Zeit woanders gewesen? Der Imperator sollte alarmiert werden, das sage ich euch. Ja, ja. So. Duell? Aha. Assi. Reden wir jetzt noch mit der Tante. Perfektes Timing. Ich habe mich gerade mit diesem unausstehlichen Thanaton getroffen. Und ich habe gute Neuigkeiten. Alle sprechen davon, dass ihr Skutia ermordet habt. Fein, lass sie reden. Sie können nichts beweisen und das wird sie in den Wahnsinn treiben. Und das Treffen lief genau, wie ich geplant hatte. Du wärst stolz auf mich gewesen. Ich wurde zur Strafung hereinzitiert und bin als Darth herausgekommen. Oh, nicht mal Lord Thash, sondern Darth Thash. Ihr seid lediglich auf einer Feier gewesen. Ich habe mehr getan, als dir bewusst ist. Wichtig ist vor allem, dass wir nun freie Hand haben. Erinnerst du dich noch an die Karte, die du auf Korriban gefunden hast? Sie weist uns den Weg zur Macht des Tulak Horde. Und das erste Artefakt der Macht befindet sich hier auf Dromund Kaas. Das Artefakt befindet sich in der innersten Kammer des Tempels der dunklen Seite. Skutia bewachte den Schlüssel zu dieser Kammer immer wie ein Hutte seine Credits. Nun gehören mir Skutias Titel, seine Gemächer, seine Forschungen und sein Schlüssel. Er hat schon immer gesagt, dass ich die Kammer nur über seine rostige Leiche betreten würde. Allerdings werde nicht ich den Tempel der dunklen Seite betreten, sondern du. War klar. Es ist mir eine Ehre. Bevor ich nach Korriban kam, um einen Schüler zu suchen, erwachte eine wütende Erscheinung im Tempel der dunklen Seite. In wildem Zorn tötet sie jeden, der die innerste Kammer betritt. Aber ich hatte einen Traum. Ein Schüler von armer Herkunft unterwarf sich der Erscheinung und besänftigte sie. Deshalb habe ich deinesgleichen gewählt. Träume sind Träume. Ich würde nicht so viel Vertrauen in Träume stecken. In Träumen spricht die Macht am deutlichsten zu uns. Ich glaube an das, was ich gesehen habe. Du musst den Tempel betreten und dich der Erscheinung stellen. Oh, so fühle ich mich wohl. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, bin, ob du die Person aus meinen Träumen Bubbela. Bist. Ich fürchte, dass ich dich vielleicht in den Tod schicke. Hat noch einen kleinen Ticken. Corona? Sterben. Ich verspeise Erscheinungen zum Frühstück. Du bist auf herrliche Weise verrückt. So, und jetzt funktioniert's. Tulak Hordes Macht wartet auf uns beide. Weil wenn ich sowas spiele, dann brauche ich alle Leiste. Auf den Augen verlieren. Benutze diesen Schlüssel zum Öffnen der innersten Kammer des Tempels der dunklen Seite. Beuge dich der Erscheinung. Jungs, wann kriege ich ein gescheites Schwert? Zurück. Sei Zeichen der Kraft, Birnen, blablabla. Wenn du die Hauptquest auf dem Planeten erledigt hast, kriegst du ein Lichtschwert. Oh, Mann. Oh, ich bin's ja eigentlich gewohnt, dass Leute mit Laserschwert zigtausend Kilometer hoch springen können. Das ist wohl hier nicht so der Fall. Naja, aber ich werde jetzt das Video beenden, meine Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao.